Es ist ein neues UFO-Video aufgetaucht, aber das Besondere ist diesmal, es hat eine viel bessere Qualität und sieht nicht so aus, wie wir uns UFO-Videos normalerweise vorstellen würden. Dieses UFO wurde über eine US-Militärbasis im Irak gefilmt, und zwar schon im Jahr 2018. Allerdings wurde dieses Material erst jetzt von Jeremy Corbell geleakt und veröffentlicht. Er hat es angeblich von einem hochrangigen Militärmitarbeiter zugespielt bekommen, da die Welt davon erfahren sollte. Es ist leider nur von einem Bildschirm abgefilmt, aber trotzdem ist die Qualität erstaunlich gut und nicht so, wie man sonst kennt. Und diese seltsame, ungewöhnliche Jellyfish-UFO-Form, also so quallenartig, ist schon öfter auf der Welt aufgetaucht. Und deshalb sollten wir mal einen genauen Blick in diese Thematik werfen. Hallo zusammen! Ich sag's euch ganz ehrlich, ich feiere so Videos, wo man endlich mal was erkennen kann. Ich meine, wir leben im Jahr 2024 und alle neuen UFO-Videos werden mal wieder mit dem Toaster gefilmt. Ja, ich schau dich dabei an, neuer 2024 UFO-Clip aus Sydney. Aber zu dem kommen wir auch gleich noch. Aber zunächst geht es mal um dieses Video hier. Schaut euch mal diese atemberaubende 4K-Qualität an. Veröffentlicht bzw. geleakt wurde es von Jeremy Corbell. Und wenn man sich seinen Wikipedia-Eintrag mal genauer anschaut, könnte man wohl gleich einen Fake wittern. Denn dieser Typ ist Artist, Filmmaker und beschäftigt sich mit UFOs und Aliens. Also wenn ein Filmemacher, der sich mit UFOs und Aliens hobbymäßig beschäftigt, ein UFO-Video veröffentlicht, würde man wohl gleich sagen, könnte da ein Fake im Spiel sein. Aber es könnte auch ein wenig anders sein. Also ihm wurde das Material ja angeblich von einem US-Militärkontakt zugespielt. Deshalb auch diese komische Aufnahme vom Bildschirm. Denn das Original-Filmmaterial dürfte dann noch dieser US-Militärtyp haben. Und Jeremy Corbell dürfte es wohl nicht selbst besitzen. Das Original-Filmmaterial geht auch deutlich länger als dieser Mitschnitt. Er hat quasi nur eine relativ kleine Sequenz davon mitschneiden dürfen und mitdokumentiert. Der Rest ist noch nicht veröffentlicht bis jetzt. Laut anderen Quellen vom Militär gibt es von diesem UFO auch mehrere Aufnahmen und auch aus anderen Blickwinkeln. Natürlich ist aber nichts davon offiziell bestätigt, sondern das sind wieder mal nur Gerüchte, die durchs Internet geistern. UFOs kennen wir normalerweise irgendwie so scheibenförmig oder auch dreieckig. Es gibt dann auch noch diese Zigarren-UFOs, falls ihr die schon mal gesehen habt. Aber ein UFO, das einer Qualle ähnelt, ist das schon eine große Besonderheit. Diese Aufnahme hier wurde übrigens mit Infrarot gefilmt und achtet mal auf den Hintergrund, denn dort sieht man auch klar und deutlich Soldaten, die dort herumgehen und die dieses UFO scheinbar überhaupt nicht bemerken und nicht sehen können. Das UFO soll nämlich wirklich für das menschliche Auge und auch für das Radar dort der Militärbasis komplett getarnt gewesen sein. Auch sieht man das UFO immer wieder, dass es so transparent wird, sag ich mal. Und das Ganze soll zustande kommen sein, dass sich angeblich die Wärme des Objekts immer ändert. Also es dürfte die Temperatur mit dem Flug ändern und deshalb sieht es so aus, als würde es immer wieder die Farbe ändern und mal transparenter und weniger transparent werden. Es scheint auch relativ nah über den Boden zu gleiten und ja, bis heute gibt es keinerlei offizielle Erklärung dafür. Es ist einfach klar und deutlich kein Ballon aus meiner Sicht und wenn, dann hätte das Militär das ja wohl mitbekommen. Kritiker meinen natürlich, es könnte ein Fleck auf der Linse sein, aber durch das Fadenkreuz erkennt man auch hier ganz gut, dass er sich tatsächlich bewegt und nicht nur im Schwenk gefilmt wird. Diese Theorie kann man wohl sofort entkräftigen. Wusstet ihr, dass jetzt ein Feuerwerk erscheint, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen hoch gebt? Kein Scherz, das ist eine neue YouTube-Funktion. Probiert es mal aus, außerdem verpasst ihr dann nichts mehr und unterstützt mich sogar noch. Doch jetzt kommen wir noch zum interessantesten Fakt. Was fehlt auf der Aufnahme hier? Die veröffentlichte Aufnahme geht 2 Minuten lang. Doch das UFO soll über 20 Minuten lang beobachtet worden sein. Und zwar wird beschrieben, dass dieses seltsame Objekt, nachdem es über diese US-Militärbasis geflogen ist, in eine Wasseroberfläche eingetaucht ist. Das wird nicht näher beschrieben, es könnte also das Meer oder ein See gewesen sein. Und dann ist es nach etwa 17 Minuten erst wieder aufgetaucht. Davon würde ich echt gerne das Videomaterial sehen.
Und dann ist aber noch etwas passiert, denn nach diesen 17 Minuten, wo es aufgetaucht ist, ist es dann blitzschnell am Horizont verschwunden. Also dieses Videomaterial, wenn es wirklich existiert, würde ich mir extrem gerne wünschen. Ich hoffe, das wird auch noch geleakt. Denn so ein Videomaterial würde auch gleich die Luftballontheorie und alles entkräftigen, denn ein Luftballon könnte ja nicht ins Wasser eintauchen, dann dort 17 Minuten chillen und dann auftauchen und so schnell davonfliegen, dass man es nicht mehr sehen kann. Sie haben dann noch beschrieben, dass weder Nachtsichtkameras noch das menschliche Auge irgendwas erkennen konnten und auch die Infrarotkamera konnte nicht mehr erkennen, was genau passiert ist, nachdem es aus dem Wasser wieder aufgetaucht ist. Also das Verhalten des UFOs selbst hat sich irgendwie dadurch verändert. Also vorhin ist das UFO ja gemütlich über diese US-Basis geglitten und danach dem Ab- und Auftauchen ist es einfach nur so schnell, wie es nur ging, weg. Ich finde das dann doch ziemlich interessant, muss ich sagen. Und ich habe mich dann gefragt, naja, es gibt ja verschiedene UFO-Formen, aber von einem Jellyfish-UFO habe ich davor noch nie was gehört. Ist das jetzt wirklich ein kompletter Einzelfall oder gab es schon mal solche Sichtungen früher? Und tatsächlich findet man einige Clips, die relativ nah an diesem UFO hier ähneln. Die neueste Sichtung ist brandaktuell von 2024 aus Australien. Leider, wie aber schon kurz erwähnt, hat es eine echt schlechte Qualität. Aber ja, mit einiges an Fantasie kann man es noch erkennen, dass es wirklich so ähnlich aussieht wie dieses Irak-UFO. Hier könnten es aber natürlich auch einfach nur Luftballone gewesen sein. Der Filmer schreibt zwar noch dazu, dass er sagt, er konnte keinen Luftballon erkennen, aber ja, inwieweit das stimmt, ist natürlich fraglich. Und durch die extrem schlechte Qualität kann man es auch nicht so einfach sagen. Aber ja, falls es echt sein sollte, erkenne ich hier eine Jellyfish-Ähnlichkeit. Und was sagt ihr zu diesem UFO hier aus Mexiko 2019? Also hier ist es natürlich so, dass die Größe und die ganze Aufmachung davon wirklich extrem an Luftballone erinnert. Aber mir kommt es dann doch ein bisschen seltsam vor, dass es so genau über die Straße gleitet in einer Linie. Und auch ist es seltsam, dass es so ganz knapp über dem Boden schwebt. Also es schaut aus, als wäre das nur irgendwie ein paar Zentimeter. Interessant ist bei diesem Clip auch noch, das sieht man dann weiter hinten bei der Straße, dass bei einem Hausentgang plötzlich das Licht angeht. Also das ist ein Indiz dafür, dass da wirklich etwas vorbeigeschwebt ist. Das sieht schon irgendwie gruselig aus. Ich meine, stell euch mal vor, es ist wirklich etwas von Aliens und das kundschaftet da einfach mal eine Straße auf der Erde aus, beziehungsweise untersucht irgendwie die Oberfläche. Und ja, es schaut auch ähnlich dem Irak-UFO aus. Und wie findet ihr dieses UFO hier? Dieses UFO wurde 2020 in Polen gefilmt. Der Urheber beschreibt dazu noch, dass er es auf dem Weg in die Arbeit früher morgen gesehen hat, extra stehen geblieben ist und es gefilmt hat. Die Qualität ist leider auch hier nicht die beste, jedoch erkennt man hier, dass es extrem stark dem Irak-UFO ähnelt. Es hat wirklich eine extrem identische Form, finde ich. Interessant ist auf jeden Fall, dass es total nah am Filmer zu schweben scheint. Also in diesem Video sieht es für mich so aus, als wäre es irgendwie maximal 50 Meter von der Person entfernt. Zu guter Letzt habe ich noch ein ganz altes Video aus der Türkei gefunden, das ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Auch hier wurde so ein seltsames Jellyfish-UFO gefilmt, ich konnte aber hierbei keine Jahreszahl oder so herausfinden, aber man sieht, dass es wohl in einer alten TV- oder Nachrichtensendung besprochen wurde. Und ja, auch dieser Clip sieht ähnlich wie das Irak-UFO aus. Wobei man natürlich trotzdem dazu sagen muss, auch jeder Clip ähnelt ein bisschen wirklich Luftballons, aber es sieht einfach irgendwie komisch aus, auch von der Form her und auch von dieser genau gleichmäßigen Bewegung. Also, es gibt auf jeden Fall einige UFOs, die so Jellyfish-artig sind und wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich eine spezielle Alienrasse oder eine spezielle Alien-Drohne oder UFO oder was auch immer, kann ja auch unbemannt sein, die wirklich das Ziel hat, die Erde auszukundschaften. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ihr über dieses neue UFO-Material denkt. Denkt ihr, das ist endlich ein Beweis dafür, dass wir nicht alleine sind, gerade weil es endlich mal in 4K gefilmt wurde und so eine gute Qualität hat? Oder denkt ihr, dass es mal doch wieder irgendwie gefaked ist? Ich meine, warum wird da nicht auch das andere Material gezeigt, wo das ins Wasser abtaucht und wieder auftaucht? Das wäre doch eben der interessante Fakt dabei. Schreibt mir aber gerne mal all eure Meinungen dazu in die Kommentare. Egal was auch sein mag, ich wünsche mir auf jeden Fall viel mehr Clips mit so einer guten 4K-Qualität, wo man wirklich etwas erkennen kann, denn dann können wir auch viel besser schauen, was es wirklich ist. Um meine Videos zu unterstützen, könnt ihr jetzt das Video liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen.
Vielen Dank an die Patreon- und Kanalmitglieder. Schreibt eure Wunschthemen jetzt in die Kommentare und hier erwarten euch zwei weitere gruselige Videos.